So, wie man jetzt unschwer erkennen kann, habe ich hier meine SIM-Karte bereits schon vorbereitet und möchte die in meinen P30 hineinlegen. Dazu habe ich natürlich die SIM-Nadel auch bereit und muss jetzt quasi in dieses Loch hier hineinstechen. Und ich hoffe, man kann das sehen. Wenn ich das mache, geht das Teil auf und ich habe dann hier diesen SIM-Kartenschacht und kann das jetzt eben miteinander vereinen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier gibt es zwei. Es gibt also Dual-SIM-Funktionen. Ich kann aber neben der normalen SIM 1, die man hier einlegt, auch noch eine NM einlegen. Das ist eine Nano Memory Card, die Huawei extra anbietet. Und ich habe natürlich mir auch eine besorgt hier. Die Huawei NM Memory Card mit 90 Mbit pro Sekunde. Ich glaube, es ist Schreibgeschwindigkeit und hier sieht man auch noch ganz klar, wie das Ganze eingelegt wird. Auch nochmal für die Leute, die ein Mate 20 vielleicht ihr eigen nennen und auch darüber nachdenken, dort eine Nano Memory Card reinzupacken. Das ist jetzt eine 128 GB Variante. Wir sehen das hier. Entweder man packt das so rein oder es wird hier SIM 1 und Nano Memory Card eingesetzt und das ist in dem Fall bei mir genauso. Außerdem kann man das, wenn man eine Lupe hat, oder ziemlich gute Augen. Ich habe es jetzt mit den Augen tatsächlich auch gelesen. Hier steht an der Ecke SIM 1 und da steht an der Ecke tatsächlich NM als Symbol. Hat ein bisschen was gedauert, bis ich das lesen konnte, aber ihr kennt Tricks, wie man das Ganze dann vergrößern kann, vielleicht auch mit einem anderen Smartphone oder so. Also, die Nano-SIM-Karte kommt hier rein und jetzt packe ich dann auch die Nano Memory Card raus. Übrigens eine super Verpackung, anders als bei MicroSD-Karten, wo man ein bisschen was kämpft mit den Verpackungen, hat man hier einfach eine Lasche und kann die nach oben ziehen, um dann an die Kamera, an die Karte ranzukommen. Zumindest in der Theorie. Jetzt ist sie immer noch verklebt hier, aber den Kleber kann man abmachen. Und schon ist man an dieser Nano Memory Card dran. Und das ist interessant, weil ich das erste Mal so eine Nano Memory Card in der Hand habe. Dieses wirklich ziemlich klein und ja, in der Größe einer Nano-SIM-Karte, wie man hier sehen kann. Und passt deshalb halt eben auch in diesen Slot hier hinein. Ich muss nur aufpassen, weil sie halt eben genauso groß ist wie die Nano-SIM-Karte, dass ich sie richtig platziere. Na, da seht ihr. So. Und jetzt kann ich das Ganze reinschieben hier in diesen Schacht mit den Beschriftungen nach oben natürlich. Und ja, jetzt habe ich es reingeschoben und jetzt kann ich das Teil auch anmachen. Hier gibt es den An- und Ausschaltknopf. Der hat übrigens wieder diesen schönen roten Akzent. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Irgendwie ins Licht, wenn ich es versuche zu drehen. Also da gibt es auf der Taste auf jeden Fall ein rotes Leuchten, wenn man das ins Licht hält. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sehen kann, wenn ich es hier so ein bisschen drehe. Auf jeden Fall, das halte ich jetzt gedrückt. Hoffe, dass da genug Saft drauf ist auf dem Gerät. Es vibriert mal kurz und jetzt sehen wir hier das Huawei Powered by Android. Ich bin ja zwar nicht so der Android-Fan, aber, und es werden mich jetzt wahrscheinlich einige verfluchen dafür, mit dem Huawei Emotion UI Gedönse komme ich eigentlich ja klar, habe da nichts großartig gegen. So, jetzt muss ich natürlich meine SIM-PIN eingeben. Das mache ich natürlich auch. Und jetzt bin ich quasi auf dem Lockbildschirm nach oben streichen und jetzt kann ich hier das ganze Gerät einrichten, wie man das halt kennt. Starten wir jetzt einfach mal. Die Region ist korrekt. Den Endbenutzervertrag habe ich natürlich vorher schon mal durchgelesen, deshalb kann ich den Bedingungen zustimmen. Das gleiche gilt für die EMUI oder Emotion UI und jetzt kann ich auswählen, dass ich Daten importieren möchte. Und ich möchte tatsächlich Daten von einem anderen Android-Gerät importieren. Und dazu muss ich natürlich das andere Android-Gerät, das ist jetzt hier das Honor 10, irgendwie auch bereithalten. Und da gibt es natürlich eine Anleitung dafür, wie man das Ganze hier macht. Mit dem Datenimport können Daten auf ein neues Gerät verschoben werden. Und ja, Phone Clone, da klicke ich auf Zustimmen, sage ich möchte dem zustimmen, dass Phone Clone auf alle Sachen hier auf dem neuen Gerät zugreifen kann. Das ist die extra Software, die einem ermöglicht. Deaktivieren Sie mobile Daten, um Apps auf dem alten Telefon an der Nutzung der mobilen Daten dieses Telefons zu hindern. Deaktivieren wir dann mal kurz und jetzt mit dem alten Telefon verbinden. Jetzt muss ich auf dem alten Telefon auch diese Phone Clone App
starten. Das mache ich jetzt hier auch mal. Die befindet sich unter Werkzeuge, Phone Clone. Und sage jetzt hier, weiß nicht, ob man sehen kann, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass es ein bisschen was zu dunkel ist auf diesem LC-Display des Honor 10s. Das ist das alte Telefon. Und ja, okay. Standort muss eingeschaltet sein, damit das Ganze funktioniert. Mach das mal. Und Phone Clone darf natürlich auch auf dem alten Gerät auf alles zugreifen, was ich natürlich rübersenden möchte. Dazu zählen eben auch Kontaktdaten und weitere Daten, Fotos und so weiter und so fort. Jetzt muss ich den Code scannen, der mir hier angezeigt wird. Und jetzt verbinden die sich auch bereits schon. Ihr seht, so schwer ist das Ganze nicht. Und das ist jetzt ein Klonvorgang natürlich von einem Honor auf einem Huawei-Gerät oder von einem Huawei-Gerät auf ein Honor-Gerät oder von einem Huawei auf ein anderes Huawei-Gerät. Das geht natürlich relativ einfach. Die verbinden sich jetzt. Und ich hoffe, das Ganze funktioniert. Ansonsten ist das der berühmte Vorführeffekt, wo das nicht funktioniert. Ich wollte erst mal zeigen, wie man das halt einrichten kann und wie man vor allen Dingen auch eben die Daten übertragen kann von einem alten Gerät. Und mit dieser Phone-Clone-Software geht das ja bei einem Huawei-Gerät sowieso oder bei zweien von denen jetzt in dem Fall relativ einfach, wenn sie halt miteinander sich verbinden können. Halt die Frage, muss ich sie aneinander halten oder was? NFC-mäßiges? Nee, ich glaube nicht. Das müssten sie eigentlich so können. Dann richten wir hier einfach weiter ein. WLAN haben wir, hatten wir ja schon eingerichtet. Sagen dann, okay, überspringen wir. Es wird nach Updates gesucht. Das lassen wir natürlich auch laufen. Und dann kann ich mich mit meinen Google-Sachen anmelden, wenn ich denn möchte. Ich sage erstmal überspringen und sage hier auch überspringen. Das Besondere ist, wir haben einen Fingerabdruck-Scanner im Bildschirm selber drin. Und hier, wo das jetzt leuchtet, da ist der Fingerabdruck-Scanner. Das heißt, ich muss jetzt hier gedrückt halten und er scannt dann meinen Finger ein. Das machen wir vielleicht später. Klick auf Fertig und jetzt sind wir in der Huawei Motion UI. So sieht das Ganze aus und ja, jetzt kann ich das Ganze beginnen einzurichten. Und das, was ich jetzt machen möchte, ist tatsächlich nochmal in Werkzeuge reinzugehen und dann diese Phone Clone App zu benutzen. So, nächster Versuch der Phone Cloning Software. Ich habe mittlerweile das Google Konto hier eingerichtet und habe im Play Store dann die Phone Clone Software aktualisiert, weil sie anscheinend veraltet war, weshalb sie nicht funktioniert hat. Und jetzt versuchen wir das nochmal mit Phone Clone. Und hier starte ich Phone Clone, hier öffne ich Phone Clone, hier sage ich, das ist das neue Telefon. Ich möchte kein Google Play Protect, ich möchte Android aktivieren, mobile Daten deaktivieren, sage ich hier, das ist das alte Telefon. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit der Verbindung und hoffen, dass das funktioniert. Diesmal mit der gleichen Version, die jetzt auf beiden Smartphones läuft. Die gleiche Version der Phone Clone App. Das müsste jetzt tatsächlich auch funktionieren, hoffe ich. Und beide haben jetzt auch Google Play Store eingerichtet. Und ich hoffe, dass die Verbindung jetzt funktioniert. Ansonsten bin ich so ein bisschen mit meinem Latein dann am Ende. Jetzt ist er verbunden. Und jetzt funktioniert's. Ich habe es hinbekommen mit Ach und Krach. Also auf 2,4. Naja,
Ausgeschaltet, verbunden, aber jetzt sagt er verbunden. Ne? Okay. Also Fotos möchte ich alle übertragen, Musik sind 3,5 GB. Oh, das ist eine ganze Menge, das kann man auch übertragen. Apps und Daten sind nochmal 2,9 GB. Wir klicken einfach mal auf Übertragen. Wir müssen das Bildschirmpasswort eingeben. Daten werden vorbereitet. 7,1 GB sind ausgewählt und sollten jetzt übertragen werden. Jetzt ist halt die Frage, was mache ich, wenn ich hier auf OK drücke? War es das für mich oder geht es dann weiter? Wie man sehen kann, läuft die Übertragung jetzt. Und also dieser Hack mit dem 2,4 GHz Netzwerk war eben Gold wert. Und es dauert jetzt ein bisschen was, bis alles übertragen wird. Aber ich denke, das Ganze funktioniert jetzt endlich nach einer halben Stunde herumprobieren. Und wie man sieht, ist die Übertragung nun beendet. Die 7,1 GB sind übertragen worden. Nachrichten, Anruflisten, Notizen, Aufnahmen, die gemacht worden sind, Fotos, Musik, was so ja, Großteil ausgemacht hat, Videos natürlich auch, Dokumente, Systemeinstellungen wurden übernommen und Apps und Daten wurden übernommen. Aber wir sehen, eine App hat nicht funktioniert, fehlgeschlagene Übertragung einer App. Wir können uns das anschauen, dann sehen wir, der DB Navigator konnte nicht übertragen werden. Importieren fehlgeschlagen. Ja, muss ich halt mit leben, muss ich den halt selber installieren. Ich kann jetzt eine Cloud-Sicherung machen, damit ich dann immer wieder herstellen kann. Nee, brauche ich nicht. Und jetzt sehen wir auch schon, das ist das Tolle an der ganzen Geschichte, das ist wirklich richtig geil gemacht von Huawei. Das Desktop sieht genau gleich aus, wenn ihr euch das mal anschaut. Der hat also wirklich alle Einstellungen übernommen, sogar wo die Apps platziert sind. Okay, zugegeben, das TV-Programm-App zum Beispiel hat jetzt ein anderes Symbol. Hier ist rund, hier ist ein bisschen was eckiger mit Rundungen. Aber ansonsten hat er fast alles übernommen. Ein paar Kleinigkeiten sehe ich hier noch. Der Social-Media-Ordner mit Twitter fehlt zum Beispiel. Videos sind übernommen worden. Play Store ist übernommen worden. Das ist übernommen worden. Die zweite Seite ist auch fast komplett gleich, wie wir hier sehen. Nee, ist sogar komplett gleich, wenn ich mich nicht irre. Hier fehlen jetzt Spiele, Spieleordner. Aber ansonsten sind die Apps übernommen worden. Auch Apps wie hier diese Wallhaven-App, die ich, glaube ich, nicht vom Play Store habe, sind übernommen worden. Reddit-App ist übernommen worden. Und okay, zugegebenermaßen, hier ist jetzt noch ein bisschen mehr Bloatware drauf, also hier ist noch eine Browser-App drauf und dieses Telekom-Zeugs, was er irgendwie auch runtergeladen hat, was ich irgendwie eigentlich nicht wollte, hat er jetzt auch drauf gepackt. Aber ansonsten sehen wir, SSH-Helper ist drauf, das Wallet fehlt, okay, Booking.com ist stattdessen drauf, aber F-Droid ist zum Beispiel auch drauf, der DB-Navigator ist auch drauf. Aha, der wurde also doch übertragen, obwohl die Fehlermeldung da aufkam. Naja, auch eine interessante Geschichte. Auch sehr gut, ihr habt vorher gesehen, ich hatte hier in den Einstellungen drin, dass mir die Navigationstasten von Android angezeigt werden. Das hat er auch übernommen, dass ich die Gesten jetzt von hier habe. Also quasi alles perfekt übernommen worden fast. DAF X ist auch mit dabei. Ich gucke gerade mal drauf, ob... Achso, hier muss ich natürlich das hier für DAVX übernehmen, dass er für die Synchronisierung von Aufgaben braucht man eine App. Okay, hier habe ich jetzt ein Konto, hier nicht. Also das hat noch nicht ganz so funktioniert, aber ich kann jetzt quasi jetzt auch noch mein Konto hier einrichten und habe dann quasi fast alles, was ich so brauche, bereits fertig eingerichtet, was ich sehr schön finde. Wie sieht es mit dem Antennapod aus? Ja, auch die Episoden beim Antennapod sind drin. Also das hat er hinbekommen, bei DAVX vielleicht nicht, aber hier, also die meisten Anwendungen hat er quasi direkt übernommen, so wie sie auch auf deinem anderen Smartphone waren. Spiele nicht, die waren jetzt wahrscheinlich auch zu groß eventuell, Asphalt Nitro und, oder sind gar nicht installiert, das kann natürlich auch sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das installiert habe. Nun ja, aber ihr seht, das ist eine tolle Sache, ein guter Anfang und ich werde jetzt noch ein bisschen weiter einrichten und natürlich dann auch testen und hoffe,
dass so für den ersten Eindruck, für das Einrichten des Smartphones eine gute Sache ist, um euch auch mal zu zeigen, das ist ein cooles Tool, wenn es dann funktioniert, was Huawei hier hat, um Daten zu übertragen, um sein Phone tatsächlich auch zu klonen. Und noch eine kleine Ergänzung, die ich machen möchte. Die Tastatur kennt ihr eventuell. Es ist die BlackBerry-Tastatur für Android. Selbst das hat PhoneClone geschafft, rüberzubringen. Und ich habe also jetzt das standardmäßig eingerichtet mit all den Einstellungsmöglichkeiten und Einstellungen, die ich vorgetroffen habe für diese Tastatur. Also zwei Daumen nach oben für das PhoneClone-Tool. Auch wenn es am Anfang mich ein bisschen was enttäuscht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Huawei, da müsst ihr ein bisschen was dran arbeiten, damit das auch mit dem 2,4 GHz Netz eventuell funktioniert out of the box und ich das irgendwie nicht selber irgendwie rumhacken muss. Ansonsten, wenn das funktioniert, ist das wirklich richtig genial, muss man ganz ehrlich sagen.